Hallihallo, liebe Freunde. Ja, ich wollte eigentlich wieder meine Programme ein, also ne, Diablo ein bisschen gesponnen und mein Aufnahmeprogramm. Leider. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt nicht unbedingt mein. Nee, da muss ich nicht rein. Meine Aufnahme beeinflusst, weil ich habe ja jetzt schon einige Aufnahmen jetzt im Nachhinein, wie ich feststellen musste. Ups, das Ding lebt ja immer noch. Wo Fehler aufgetreten sind. Und das ist echt, das geht ja noch lange nicht so. So, komm, schlag doch nochmal hier so einen Elektroblitz los. Ah. Was habe ich hier eigentlich? So einen einfachen Trank drin. Naja, ist ja auch egal. So, jetzt können wir hier nochmal aufstocken. Gut, und hier nochmal. Genau. Und dann war ich noch nicht fertig mit der Erkundung in einer Richtung. Da war ich gerade dran. Ich muss unbedingt wieder zu den zwei Waffen zurückkehren. Das schön die ganze Verteidigung. Aber ui, großes Kettenhemd. Ein großes Kettenhemd. Ich muss mit dem Tierrune. Aha. Aha. Alles klar. Vielleicht ist das ja was für meinen Kollegen. Die Rüstung ist ja recht gut. Was ist denn hier los? Ich bin der Meinung eigentlich schon, oder habe ich das tatsächlich so weit verpasst, dass es. Ich bin überladen. Ah, klar. Sicher. Oh, das mit dem Fels, mit dem Drachen kenne ich aber. Da haben wir schon eine von. Genau. Und auch ein Schädel noch gefunden. Schön, 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 schön. Ja. So, Gegenstände. Ja. Jetzt alles verkaufen. So, jetzt kurz gucken. Ja. Den kann man auch nochmal ersetzen. Und den Mana-Trank auch. Schön. Da haben wir das geklärt. Dann das Geld weg und wir wieder los. Genau. So, aber jetzt ist das hier oben. Upsala. Ich muss unbedingt starkes Schwert finden. Oder vielleicht sogar. Ja, ein Level-Up wäre auch nicht mehr schlecht. Also wäre auch mehr schlecht, mal hier so noch ein bisschen Zeit hier. Wieso kommt es mir davor, als wäre ich hier noch nicht gewesen? Vielleicht war ich bei der letzten Aufnahme so schon wieder durch den Wind, weil ich wieder müde geworden bin. Hätte ich das gar nicht so richtig mitbekommen. Klasse Teamwork. Schocken. Nee, er friert sie ein und ich gebe ihnen den Rest. Ist auch eine Art von Teamwork. So. Ich will nichts beschreien. Aber ich denke, dass ich dieses Mal einigermaßen wach bin. Was das Spielen dann doch deutlich einfacher macht. Oh, da ist noch was, wo wir nicht rüber sind. Alles klar, ich muss jetzt wirklich mal die Augen nach irgendwas offen halten, was recht stark ist. An Schwert, Messer, Morgenstern, Regel, was auch immer. Damit ich da von diesem Scheiß
Schild wegkomme, was zwar echt genial ist, aber ja, mir nicht unbedingt. Das könnte ich sogar meinem Kollegen geben, oder? Genau, der kann ja ein Schild tragen. Das könnte ich dann meinem Kollegen geben und dann geht das nicht verloren und der hat einen enormen Schutzfaktor mehr. Das ist ja der einzige Grund, warum ich dann doch dieses Schutzschild in mein Repertoire aufgenommen habe. Ja. So. Okay, hier waren wir dann dafür schon. Da war wohl nur das kurze Stück da unten, wo wir nicht waren. Ja, dann lohnt sich auch gar nicht dahin zu gehen. Würde heißen, einmal außen rum marschieren. So. Noch ein Schatz. Aber. Oh, Gold. Wir brauchen immer einen Moment, bis ich es öffne. Da ist mein Mann gerade schon am Weggehen. Und dann kommt erst das Zeug aus der Falle raus. Also aus dem Schatz. Falle. Okay, da. Spinnen mal, das große Moor. So, ich bin praktisch einen halben Meter über die Grenze gegangen. Ja, ich habe theoretisch auch zu viel in diesem... Eine Maske? In den Doppelschlag investiert, um da jetzt von wegzukommen. Sagen wir es mal so. Das hatten wir schon erkundet. Dann brauchen wir das ja nicht mehr. Hier rüber. Seit wann laufen hier denn schon wieder Untote rum? Ich kann nicht noch mehr tragen. Doch, das glaube ich schon. Guck mal, da kommt doch die Militärpike hin. 8 bis 21. Und was war hier nochmal? Das Paladins. Raldin, Erfahrung. Wo steht denn, was der ist? Der muss doch ein Paladin sein. So. Fertigkeitenlevel des Paladins. Schnellere Outblocken, höhere Chance beim Blocken, verbesserte Verteidigung. Verteidigung, alle Widerstandsarten plus 15. Ich glaube, deswegen hatte ich es genommen. Schadenreduzierung 3 und zum Lichtradius 3 dazu. Ich meine, das sind für ein Schild richtig geile Werte. Keine Frage. Aber das gehört dann eher zum Paladin. Und wenn ich jetzt hier sowas sehe, dann wäre mir so ein Doppelangriff doch wesentlich lieber als ein Schlag, bei dem ich erst noch dem Gegner hinterher springen muss. Ich bin überladen. Ah, ja, sicher. Ich habe ja... Na, nee, Moment, so. Alles klar. Also... Guten Tag. Oh, verdammt. Seid gegrüßt. Dann würde ich doch gerade mal sagen, gehe ich zum Glücksspiel-Heini. Ein bisschen Geld sollte ich ja mittlerweile gesammelt haben. Um da... Tränke habe ich ja nicht verwendet. Oh, das habe ich wahrscheinlich schon. Nee, noch nicht. So, Identifikationsrollen. Es kommen da noch welche. Verstärkter Schaden auf Schlag. 7 bis 11. Ich meine, 7 bis 11 ist auch nicht schlecht. 8 bis 1. Zweihandschaden. Tja, ist eben eine Breitaxt. So, 14.000. Das sollte doch... Allein die 14.000 sollten fürs Erste reichen. Und jetzt einzahlen auf 141.000. Moment, meine Bank ist schon wieder fast voll. Und ich sag, langsam soll es reichen mit dem Geld, dass ich mal zum Glücksspiel gehen kann. Okay, dann jetzt... Danke. Er ist ein Paladin. Schön.
Schön, 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 schön. So, jetzt brauche ich eine ordentliche Waffe. Am besten was mies, fieses, kleines, spitzes. Hallo. Achso, die sind alle nicht identifiziert, deswegen. Was soll das für eine Auswahl sein? Das ist doch nur direkt dabei gewesen. Langschwert, Langschwert, Kristallschwert. Man kann es versuchen, aber wie man sieht. So, vielleicht ein Knüppel. Erhöhter Schaden. Schaden an Untoten 3 bis 5. Doppelaxt. Die könnte auch. Einhandschaden da. 5 bis 13. Verstärkter Schaden, Angriffswert. 5 bis 13 ist schon mal im Standard nicht schlecht, aber. Nein, gib Spiel. Geschicklichkeit. Einhandschaden, den gibt's dafür. Das gibt's als Einhand. Das kannst du mit einer Hand benutzen. Ah, sowas. Scheren nur Assassine. Ja, das ist eben. Ich bin kein Assassine mehr. Leider, weil damit hätte es mir noch weniger Spaß gemacht. Hätte es mir weniger Spaß gemacht, weil. Naja. Blitzschaden, Schaden an Untoten. Dreireihiger Gürtel habe ich schon. Ich könnte mal über einen neuen nachdenken, aber dafür jetzt was auszugeben. Dornenkeule. Yay, bringt hier überhaupt nichts. Was haben wir? Ein Breitschwert. Angriffswert wegstoßen. Geht natürlich nicht. So, Glücksspiel. Der hat 44. Ja, nee, da habe ich. Hat nichts eine Chance gegen. Ein Kriegshammer. 19 bis 29 Angriffswert Schaden an Untoten. Bis ich was Besseres gefunden habe, ist das doch schon mal allein mit Standardwerten. Das muss man sich mal überlegen. 19 bis 29. Da bin ich hier bei 8 bis 21. Mit erhöhtem Schaden, Maximalschaden. Angriffswert, gut abgesaugtes Mana pro Treffer, Blitzwiderstand. Das ist schon echt geil, aber wenn ich jetzt den Kriegshammer nochmal als Dings bekommen würde. So, jetzt muss ich auch. Der Doppelschlag kommt wieder rein. Wenn ich den Kriegshammer jetzt nochmal epischer Ausführung hätte, also in der. Ja, sag ich schon, gelben Ausführung. Dann würde das schon richtig abgehen. Weil das macht ja dann abartig viel Schaden. Es geht schon schneller. Landsknechtspieß, aber das ist auch wieder Zweihand, gell? Ja. Zweihandschaden. Das geht so viel schneller. Meine Trefferfrequenz sollte eigentlich noch ein bisschen höher sein. Dann wäre das besser, aber muss ja auch nicht unbedingt. Wenn ich. Ja, wie soll ich sagen, 80% vielleicht. Wenn ich 80% treffe, wäre das ja schon mal ganz gut. Da hab ich euch doch. Wo ist denn? War da gerade nicht noch ein Geist? Irgendwie in irgendeiner Form? Oh, Level up. Das, was ich mir gerade gewünscht habe. Nur eine Rolle der Identifikation. Schade, aber
Gut, dann ist es eben so.